Liebe Promis, bitte geht in den Schlafsaal. Die nächste Einzelchallenge steht an. Langweilig, so langweilig, so langweilig. Ab jetzt heißt es, wer uriniert, verliert. Nein! Die ersten 5 Kandidaten, die ihre Blase entleeren, stehen zur Wahl des finalen Duells. Dass mir jemand verbieten würde, dass ich Pipi machen sollte, das hätte ich nie im Leben geglaubt. Verboten hat es dir niemand, Ernesto. Du verlierst da nur. Solange ihr Teil des Spiels seid, könnt ihr euch an der Getränketafel bedienen. Prost! Ist da was zu saufen? Ey, geil! Bier? Geil! 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 Ey, Junge, ich muss sogar noch ein bisschen aufs Klo. Wow. Fuck! Alter, da ist einfach Cola, Fanta, Bier, da ist alles. Scheiße, nein, ich kann nicht. Ein Bier geht locker. Ja, ein Bier geht. Oh, das ist ein ganz böses Spiel für mich. Nicht trinken. Das ist scheiße. Ich habe nur eine Niere. Nicht machen. Ja, nicht machen. Ich gehe so oft auf Toilette. Nicht machen. Das ist eine mega unfaire Aufgabe, weil ich wesentlich öfter auf die Toilette muss. Bei mir bleibt das nicht so drin wie bei anderen. Für Daniele ist es ein bisschen miese so, ne? Er ist irgendwie ein bisschen gehandicapt, ne? Dennoch kein Grund zum Aufgeben, habe ich ihm auch gesagt, ne? Heineken. Ja, aber am Ende ist alkoholfrei. Ja, stimmt, das ist alkoholfrei. Die haben gesagt, die geben uns keinen Alk. Deswegen unnötig. Meinst du? Ja. Ja, das ist fake. Liebe Promis, noch etwas. In regelmäßigen Abständen bekommt jeder einen großen Becher Blasen- und Nierentee, der innerhalb von 5 Minuten getrunken werden muss. Wie Blasentee? Keine Ahnung. Ist auch mal gut. Blasen-Nierentee, warum nicht? Ist gesund. Was schmeckt das denn? Das ist Brennnessel und lauter so ein Scheiß. Bei Brennnessel treibt halt, ne? Ja, und zwar an. Zu 9 Höchstleistungen in puncto Durchhaltevermögen und Selbstkontrolle. Ich kann nicht so viel trinken. Das kommt im Strahl direkt wieder raus. So Sachen mit Aushalten, vor allem, weil ich eine schwache Blase habe, ist nicht so einfach für mich, ne. Das hier ist übrigens unsere Bar der Versuchung. Und das ist Giselle, die sich sofort daran versucht. Guck mal, Giselle gönnt sich eine Cola. Papier. Geil, beste Frau. Ja. Stellt sich nur noch eine Frage. Giselle, ist das Zero oder mit Zucker? Ich hoffe normal. Persönliche Einschätzung? Alkohol oder? Alkoholfrei bestimmt. Soll ich gucken? Wäre cool, ja. Matthias, mach mal ein Bier auf und guck mal, ob es alkoholfrei ist. Wenn nicht, trinkt das Kelvin, dann ist der schon mal raus. Aber Matthias entscheidet sich für ein anderes liquides Luxusgut. Tu mir da 20 Champagnerflaschen reinmachen, mache ich dir jede einzelne auf und sag dir am Geschmack, welche Marke es ist. Aber Bier bin ich raus und auch Boah, Bier auf so, öffnen. Auf so ein Dompi hätte ich Bock jetzt, ne? Liebe Promis, der nächste Tee steht im Schrank. Herr Monte, darf ich Ihnen einen Drink reichen? Natürlich. Lass ihn dir schmecken. Danke. Oh, neue Runde. Geht auf mich. Nicht aufs Klo gehen zu dürfen, wenn man gefühlt alle 30 Minuten einen halben Liter Nierentee erhält, ist natürlich dann nur eine ganz andere Liga. Ich löse euch jetzt ab, okay? Das geht nicht, Mann. Gönn dir noch einen Schluck davor. Ey, danach darfst du nicht mehr trinken, gönn dir. Das ist mir egal. Es gibt nichts Wichtigeres für mich, als meinen Körper zu reinigen mit Wasser und Co. Ja, es muss ja auch nicht jeder mit Durchhaltevermögen glänzen. Das heißt aber, Daniele kann heute für den Rauswurf nominiert werden. Ist mir sowas von egal. Daniele hat eine Niere, ja. Ich weiß, das ist Gesundheit und das Kacke, aber jeder ist in irgendwas mal unterbelichtet. Ja. Also stell dir vor, jetzt ohne Scheiß, das ist jetzt was Sportliches und ich müsste mit dir oder Kelvin oder so in die Prüfung, soll ich dann auch sagen, ich bin Mädchen und bin untergedingst. Ja, genau. Also klar ist das Kacke und so, aber das ist ja nicht verloren. Das ist ja jetzt nicht, wenn du pinkeln gehst, bist du raus, weißt du. Die Queen wäre stolz auf unsere Promis, denn sie zelebrieren bereits die nächste Tea Time auf gewohnt stilvolle Weise. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich kotzen, ne? Ja, das habe ich auch. Vor allem, wir haben nichts gegessen. Es ist sehr unangenehm und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich jetzt gleich auf Toilette muss. Oh. Wäre das eine Nicht-Jammern-Challenge, hätten unsere Promis schon längst versagt.
Kampagne zur Erinnerung. Bei dieser Aufgabe geht es um mentale Stärke, Mind over Body. Jetzt reißt euch doch zusammen. Ich trinke jetzt einen Schluck Cola, ich kann nicht mehr. Einfach nur mal eine Geschmacksexplosion haben. Das war so ein bisschen Seelenbalsam gewesen. Und dann war es mir eigentlich ehrlich egal. Naja. Auch Matthias hält es nicht mehr aus und besucht zum ersten Mal mit einem Lächeln im Gesicht das nicht mehr ganz so stille Örtchen. Damit bietet er sich ebenfalls für den Rauswurf an. Auch Carina kann der Versuchung nicht länger widerstehen. Ich kann nicht mehr. Bevor ich wirklich nicht mehr kann, gehe ich auf jeden Fall noch an das Buffet dran. Prost. Voll geäxt, Alter. Geh jetzt auf Toilette, scheiß drauf. Ja, die Challenge habe ich ja im wahrsten Sinne des Wortes verkackt. Und damit herzlich willkommen auf der Liste der Rauswurfkandidaten. Boah, wie ein neuer Mensch. Giselle, wie ist bei dir? Hm? Bald ist kritisch. Jetzt merke ich meine Blase immer und immer mehr. Gehst du? Nee, ich will nur in die Nähe, nicht, dass es einfach so runterläuft. Ja, ja. Das wäre mir unangenehm. Denk mir, Der Druck auf die verbliebenen 6 Kandidaten nimmt zu. Und zwar von außen und von innen. Geh jetzt endlich! So, ich gehe jetzt. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und ich möchte mir nicht in die Hose pipi gehen. Dieses ehrenwerte Vorhaben hat Giselle bravourös gemeistert. Chapeau. Derweil geht Daniele mal wieder vom Schlimmsten aus. Das ist einfach so frech. Daniele, dich wird keiner nominieren wegen deiner Vorgeschichte. Wird dich einfach keiner wählen. Wird es nicht. Glaub mir. Für Daniele ist es schon wieder Kopfkino absolut, weil er schon wieder Angst hat vor der Nominierung. Giselle und ich werden das Exit-Spiel machen. Nein. Zu 1000%. 4 Promis haben bereits bei der Durchhalte-Challenge aufgegeben und den Kampf gegen ihre Triebe verloren. Einer fehlt noch. Wer beweist innere Stärke? Und wer uriniert sich noch auf die Nominierungsliste? Hallo? Ich schwöre, ich piss gleich in die Hose. Nein, leg dich aufs Bett und mach die Beine hoch. Nein! Ich schwöre, ich kipp gleich um. Ich kipp gleich um, lass mich jetzt. Okay. Willst du nichts Gutes zu trinken? Ich scheiß drauf. Daniele, Matthias, Giselle, Carina und C-Max, ihr seid zur Nominierung des finalen Duells freigegeben. Ich habe mir geschworen, ich werde hier keine Challenge verlieren, aber es ging einfach nicht. Viele haben sich gequält und wirklich alles versucht, aber irgendwann war es zu viel Tee, ne? Darf ich auf Toilette? So, jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann nominieren wir los. Glückwunsch an alle Gewinner. Oh, ja. Was die ganze Zeit meine Hauptgedanken gewesen sind während der Challenge, dass diese 2 Bottiche wieder voll sind und ich die große Ehre habe, die wieder zu entleeren. Boah, geil.